Willkommen zurück zu Phoenix Wright, Ace Attorney. Ich habe meinen Winterurlaub beendet und jetzt können wir endlich Angel Stars Aussage komplett auseinandernehmen. Sie meint hier einfach so zu vertuschen, von wegen, dass sie 5 Minuten zum Laufen braucht, um jemanden zu fassen. Das geht nicht, deswegen haben wir Beweise. Natürlich, Einspruch erheben, denn zurücklehnen und zusehen, das könnt ihr machen, liebe Zuschauer. Aber ich muss arbeiten. Also Einspruch erheben. Einspruch! 5 Minuten zwischen dem Mord und der Verhaftung. Denken Sie darüber nach. In dieser Zeitspanne könnte man Pasta kochen, wenn man sie al dente mag. Ich habe Lunchboxen, die machen aus Pasta Kleinholz, Sie Anfänger. Nix da. Pasta ist König. Solche Lunchboxen, die machen doch hier gar nichts, ey. Ich liebe Pasta. Und ja, ganz by the way, eine Lücke von 5 Minuten. Ist das nicht seltsam? Seltsam? Wenn Sie ein Verbrecher wären, was würden Sie dann in 5 Minuten tun, euer Ehren? Nun, ich schätze, ich würde vom Tatort fliehen. Hey! Kommen Sie auf keine dummen Ideen! Ich habe niemanden umgebracht! Aber Sie haben die Instinkte eines Mörders. Sie würden fliehen. Aber diesmal war es anders. Frau Sky blieb am Tatort. Sie ließ sich sogar fotografieren. Wie ein Topmodel. Kein wirklicher Verbrecher würde sich so verhalten. Das ist unvorstellbar. Ja! Nun gut, wir sind dann wohl am Ende dieser Aussage angelangt. Sie hegt einen Groll gegen die Angeklagte und ihre Aussage hat eine 5-Minuten-Lücke. Herr Edgeworth, ist der nächste Zeuge bereit? Unglücklicherweise habe ich diese Zeugin wegen ihres professionellen Hintergrundes überschätzt. Wir haben es geschafft. Wir haben dieses Glas zugeschraubt, Herr Wright. Das war zu knapp. Also wenn ich nicht irgendwann bald an Herzinfarkt sterbe, oh mein Gott. Ich befürchte, die Anspruchkönigin wurde vom Thron gestoßen. Und damit ist die Verhandlung geschlossen. Moment mal! Wer war das? Guck. Du? Was willst du? Herr Edgeworth, Sie haben die Calamaris bestellt, richtig? Das sind die sie mir andrehen wollte. Ich ziehe es vor, nicht die Reste der Verteidigung zu verspeisen. Sonst noch was? Ich könnte sie retten. Ich habe entscheidende Beweise. Wie bitte? Ist das schon wieder eine Trick-Lunchbox? Entschuldigen Sie, aber wir haben keine weiteren Fragen, Frau Star. Ah. Ist dies Ihre Jumbo-Lunchbox? Wow, wo kam dieser Glitzer her? Wow, ein Dreifach-Hamburger! Aus Hochachtung für die Entschlossenheit der Zeugin gibt es eine weitere Aussage. What the fuck? Erzählen Sie uns von diesen entscheidenden Beweisen. Essensbestechung, was ist das denn? Direkt vor meinen Augen! Wie das Lunchmotto schon sagte, Sie werden nicht enttäuscht sein. Was zieht Sie diesmal aus der Lunchbox? Ein Hasen? Zeugenaussage. Entscheidende Beweise. Ich hätte die 5 Minuten erwähnen sollen, in denen ich den Tatort nicht sah. Und jetzt zu der Sache mit dem Schuh des Opfers. Hatte ich den nicht erwähnt? Auf diesem Schuh fand man 2 verschiedene Blutspuren. Eine stammt natürlich vom Opfer. Und die andere stammt von der Angeklagten, Frau Lana Sky. Dieser Schuh beweist es. Er ist ein fehlerloser, eindeutiger Beweis. Was? Man fand Blut auf diesem Schuh? Lunchland liefert Ihnen Ihr Mittagessen und entscheidende Beweise. Freihaus. What the? Einspruch! Zeugin, was soll das bedeuten? Warum höre ich von diesem Beweis jetzt zum ersten Mal? Ganz einfach. Wie ich bereits sagte, ich vertraue Ihnen bei Beweisen nicht, Herr Edgeworth. Darum habe ich mir die Freiheit genommen, Selbstuntersuchungen anzustellen. Und Sie haben Bluttests durchführen lassen? Hatte ich das nicht erwähnt? Ich habe 3 Freunde in der Forensik. Wie dem auch sei, euer Ehren. Ich kann diesen Beweis nicht anerkennen. Was? Sie kennen die beiden Regeln des Beweisrechts. Regel 1. Kein Beweis soll ohne Genehmigung der Polizei vorgelegt werden.
Mit anderen Worten, dieser Schuh ist im Moment ein illegales Beweismittel. Stimmt das, Herr White? So scheint es. Edgeworth freut sich auf jeden Fall. Nicht so schnell, Herr Edgeworth. Vergessen Sie nicht, ich war eine Inspektorin. Wie bereits erwähnt, dieser Schuh ist bereits von einem Mitglied der Forensik untersucht worden. Wie Sie sehen, wurde er vom Polizeirevier genehmigt, und zwar heute. Auch die Allgemeinheit kann offizielle Beweismittel hervorbringen, Herr Edgeworth. Verdammte Cheaterin! Ist das so, Herr White? Es scheint so. Edgeworth sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Sie könnten wenigstens das Beweisrecht mal lesen, also wirklich? Ja, das ist wie Bedienungsanleitung lesen, da tut da auch niemand. Da die Beschwerde des Staatsanwaltes keinen Bestand hat, entspricht dieser Beweis wohl der ersten Regel des Beweisrechts. Nun, es scheint, als hätten Sie einen weiteren Treffer gelandet, Zeugin. Alles, um die gerechte Bestrafung des Schuldigen zu gewährleisten. Schuh des Opfers, zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja, möchte ich auch gerne untersuchen, also bitte, möchte ich angucken. Ein schöner weißer Schuh. Ich stehe ja eigentlich mehr so auf schwarze Schuhe, weil weiß, nee. Okay, da haben wir Blut. Gucken wir mal. Dieses Blut, es ist von meiner Schwester, oder? Es sieht so aus. Lanas rechte Hand war verbunden, als ich sie im Gefängnis sah. Sie muss sich am Tag des Verbrechens geschnitten haben. Armes Schwesterherz. Ja, so viel Blut, das geht doch nicht. Und was macht das Blut denn da? Ah, hier ist auch Blut! Auf der Schuhsohle? Das muss vom Opfer sein. Er muss in sein eigenes Blut getreten sein. Dieses ganze Blut, es ist schrecklich. Ach, stell dir einfach vor, es wäre Tomatenketchup, dann ist das nur halb so wild. Dieses Blut ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Ja, das musstet ihr nämlich machen. Ihr musstet diesen Schuh untersuchen. Warum? Das sehen wir gleich. Und sofort, ich mache keinen Schnitt. So fies bin ich jetzt auch nicht. Nun gut, wir können ins Kreuzverhör einsteigen. Kreuzverhör. Entscheidende Beweise. Das interessiert uns nicht. Schuh? Moment mal! Sie haben diesen Schuh also am Tatort gefunden? Ich nahm die Generalstaatsanwältin fest und rief die Polizei. Ich wollte mich nützlich machen, während ich auf die Polizei wartete. Also schlichen Sie sich wie ein unerzogener Hund mit dem Schuh davon. Ich befürchtete, jemand würde das Verbrechen der Angeklagten vertuschen. Dieser Schuh war meine Geheimwaffe, falls dies geschehen würde. Sehen Sie diesen schicken Korb, den ich hier habe? Darin befinden sich mehr als nur Lunchboxen, meine Herren. Mehr? Was mehr? Also, würde ich schon gerne wissen, was da so alles reinpasst. Das freut mich für dich und deine Lunchbox-Tasche. Wirklich. Du... Piep! Oh ja, so böse war das Wort. Ja, Herr White, ich möchte Sie daran erinnern, dass auch Kinder zuschauen. Wie dem auch sei, Sie haben wichtige Beweise vom Tatort entfernt. Sagen Sie uns jetzt, was Sie dann taten. Und Blutspuren. Okay. Moment mal! Sie brachten ihn also in die forensische Abteilung? Wenn Sie etwas vor Gericht als Beweis einreichen, muss es genehmigt sein. Und dazu muss der Beweis untersucht werden. Von einem professionellen Forensiker. Und weil sie mal Inspektorin war, kam sie mit ihrem kleinen Coop davon. Oder Co. Wie man es auch immer ausspricht. Dieser Schuh trägt anscheinend Blutspuren. Das ergibt Sinn, nachdem hier ein Mann erstochen wurde. Und dieses Blut ist das des Opfers, Inspektor Goodman? Wie ich schon sagte, es sind zwei Blutspuren auf dem Schuh gefunden worden. Moment mal! Man kann mit einem Bluttest nicht eindeutig sagen, dass dies das Blut des Opfers ist. Sie wollen etwas über Bluttests wissen, Sie Anfänger? Na, reden Sie schon! Blut gibt es in vier Blutgruppen. A, B, 0 und AB. Ich habe übrigens A negativ. Damit ihr das auch wisst. Sollte jemand von euch auch A negativ haben, ist eigentlich eine ziemlich seltene Blutgruppe. Immer in meine Nähe bleiben. Wer weiß, wann ich das so irgendwann brauche. Wie auch immer.
Man kann mit einem Bluttest nicht ablesen, ob ein Mord kaltblütig verübt wurde. Joa. Das ist nur eine Redewendung, Herr Wright. Wenn man die verschiedenen Bluttests kombiniert, gibt es Millionen von Blutarten. Es ist durchaus möglich, eine Blutprobe einer Person zuzuordnen. Das habe ich jedenfalls gehört. Millionen Arten? Hätte ich etwas mehr Zeit gehabt, hätte ich eine DNS-Analyse durchführen lassen. Aber Sie sagten, dass es wenig Zweifel gibt, dass dies Frau Lana Skys Blut ist. Das Blut der Verdächtigen wurde also auf dem Schuh des Opfers gefunden. Das stellt eine direkte Verbindung zum Tod von Inspektor Goodman her. Ich hatte befürchtet, dass er das sagen würde. Ein fehlerloser, eindeutiger Beweis. Moment mal! Ich kann diesen Beweis nicht kampflos passieren lassen. Sie haben die gepfefferten Fischinnereien bestellt, oder? Oh ja, danke! Innereien. Manche mögen es heiß, Herr Wright. So wie unsere Mandantin. Sie mag es auch sehr heiß. Hier steht das Wasser so hoch, dass es für eine Suppe reicht. Herr Wright, haben Sie ein Problem mit diesem Schuh oder nicht? Ein Problem? Dies ist kritisch. Was stimmt am Schuh des Opfers nicht? Es gibt immer Probleme, wenn sowas ist. Wenn mich nicht alles trügt, gibt es hier ein wichtiges Problem bei dem Beweis. Einen klaren Widerspruch. Dieses Funkeln in Ihren Augen. Sie sind noch jung, Anfänger. Ich würde Ihnen ja jetzt gepfefferte Fischinnereien geben. Aber sie würde der Hitze nicht standhalten, oder? Hören wir uns an, was Herr Wright zu sagen hat. Was ist der Widerspruch beim Schuh des Opfers? Zeigen Sie uns das Problem bei diesem Beweis. Wir kurbeln nämlich und präsentieren ihm diesen Ketchup-Fleck hier an der Sohle. Nimm das! Ich frage mich, ob Ihnen aufgefallen ist, dass sich Blut unter der Sohle dieses Schuhs befindet. Legen Sie sich nicht mit mir an, Anfänger, oder es wird Ihr Blut unter meiner Sohle sein. Jetzt hör mal auf, mich Anfänger zu nennen! Mann! Da ist wirklich etwas Blut unter der Sohle des Schuhs. Das ergibt Sinn. Das Opfer wurde mit einem Messer erstochen. Was bitte stellt ein Blut unter der Sohle einen Widerspruch dar? Ja. Das Tatfoto, gucken wir uns das mal an. Ja, ich erinnere mich richtig. Ich meine, könnt ihr auf dem Foto irgendwie Blutspuren erkennen? Ich meine, Blut unter der Sohle, das sollte ja schon Abdruck hinterlassen. Nimm das! Das Problem liegt im Fußabdruck begründet. Dem Fußabdruck? Beachten Sie, dass die Sohle des Schuhs des Opfers mit Blut bedeckt ist. Und ist es da nicht seltsam? Warum waren keine blutigen Spuren am Tatort zu finden? Oho! Wie Sie sehen, gab es keine Spur solcher Fußabdrücke am Tatort. Das widerspricht Ihrer Aussage zu diesem Schuh. Einspruch! Das Bild zeigt nur einen Teil des Bodens. Vielleicht gab es also doch blutige Spuren dort. Einspruch! Hätte es Blutspuren gegeben, wären sie gefunden worden. Wir haben den Tatort untersucht und nichts dergleichen gefunden. Boah, heißes Battle hier. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Nun, Zeugin? Was? Gut gemacht, Herr Wright. Aber es stimmt, dass das Fehlen von Fußabdrücken einen Widerspruch darstellt. Aber dann müssen wir uns fragen, warum es keine Fußabdrücke gab. Oh, Muss ich das erklären? Das stimmt. Es muss einen Grund für das Fehlen der Fußabdrücke geben. Denken Sie nach, Herr Wright. Denken Sie nach. Scheiße, nachdenken fällt mir aber so schwer. Ich weiß nicht, warum sie fehlen. Ich bin nur gut darin, Widersprüche zu finden. Was? Moment mal! Ich verstehe. Jetzt verstehe ich es. Verstehe was? Unsere Zeugin ist noch fieser, als ich gedacht habe. Wir wurden bis ins Letzte getäuscht. Aber sie hat sich verraten. In ihrer Aussage steckt ein Hinweis auf die Wahrheit. Wovon sprechen Sie? Erinnern Sie sich daran, wie sie uns von der Verhaftung der Verdächtigen erzählte? Die Generalstaatsanwältin wollte sich wehren, aber ihre Versuche scheiterten.
Sie stieß meine Hände beiseite, stieß dabei ein Ölfass um. Oh, sie ist hübsch, aber tödlich. Eine Jägerin, eine Leopardin, Kino. Ich dachte mir, das wäre ein seltsames Verhalten für eine sonst so bedachte Chefin. Auf jeden Fall. Jetzt möchte ich Ihnen, Zeugin, eine einfache Frage stellen. Dieses Ölfass, war es leer? Ja. Oh, das, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Einstellung mag, Herr Edgeworth. Auch wenn Sie anscheinend nicht das langsamste Band in der Lunchbox-Fabrik sind. Zeugin, also, war das Ölfass leer? Das Ölfass, das die Generalstaatsanwältin umwarf, war randvoll mit Wasser. Wasser? Was bedeutet das? Verstehen Sie es immer noch nicht, Herr Wright? Wollen Sie den Grund wissen, warum sie es umgeworfen hat? Den wirklichen Grund? Aha! Sie meinen doch nicht etwa... Ja, die Verdächtige warf das Ölfass aus einem einzigen Grund um. Um die Blutspuren zu verwischen, die gegen sie verwendet werden könnten. Ja! Das passt gut zusammen. Die Blutspuren am Schuh des Opfers zeigen ihre Verbindung zum Mord deutlich. Dann, nachdem die Tat begangen war, warf sie das Fass um, um die Spuren zu beseitigen. Nun, das ist die Spezialität eines Staatsanwalts, Spuren beseitigen. Das erinnert mich daran, Frau Skys rechte Hand war verletzt. Sagte sie nicht, sie hätte sich geschnitten, als sie ihn erstach? Also ist das Blut meiner Schwester auf dem Schuh? Das passiert in diesem Moment? Nun, ich sehe keinen Grund, dieses Verfahren noch länger fortzuführen. Herr Wright, unternehmen Sie etwas, bitte! What? Was kann ich tun? Deine Schwester hat das Verbrechen gestanden und versucht es zu vertuschen. Aber... Genug. Es gibt keinen Grund für weitere Debatten. Das Urteil, euer Ehren. Nun gut. Aber Angel Star ist auf Seiten der Staatsanwaltschaft. Sie könnte in Bezug auf das Wasser lügen. Dieses Gericht befindet die Angeklagte, Frau Lana Sky. Moment mal! Wer war das? Wer will das? Was willst du denn jetzt schon wieder? Kleines Mädchen, was hast du gerade gesagt? Hä? Ich? Hast du gesagt, dass ich Angel Star auf der Seite der Anklage wäre? Nun, ja, das sind sie. Sie sagen, meine Schwester habe Beweise vertuscht, indem sie die Spuren beseitigte. Gut. Ich dachte, ihr werdet satt, aber hier steht ihr und verlangt einen Nachschlag. Eine weitere Lunchbox. Eine Lunchbox mit dem Namen Beweis. Moment, Zeugin, sagen Sie mir nicht, Sie haben noch etwas parat. Ein Spruch. Sie waren bereits beim Urteil angelangt, euer Ehren. Jeder weitere Kommentar stellt eine Missachtung des Gerichts dar. Eure Drohungen schrecken die Ausspuckkönigin nicht. Seht euch das an! Ja, jetzt bin ich aber fies. Hier mache ich einen Schnitt. Was werden wir auf diesem Foto sehen? Das erfahren wir im nächsten Part. Bis dahin!